Ich bin mit Leib und Seele Journalist und Vater. Das Geheimnis meines Erfolgs ist den Dauerlauf beherrschen, Energie haben, brennen für das, was ich tue und die Menschen dabei schätzen, lieben und wenn irgendwie möglich nicht verletzen. Wenn ich nochmal 16 wäre, würde ich wenig anders machen, wieder Journalist werden und nicht daran glauben, dass ich vielleicht auch ein guter Ehemann hätte werden können. So gehe ich mit Kritik um. Früher schmallippig, manchmal auch beleidigt, inzwischen mit einer etwas größeren Gelassenheit. Das heißt, es brodelt inzwischen mehr nach innen als nach außen. Eine Sache, die ich in der Welt gerne ändern würde. Die Klimaerwärmung stoppen und die Menschen so zur Besinnung bringen, dass sie keine Kriege mehr starten. Aber beides ist wohl ein völlig unmögliches Ziel. Damit kann man mich ärgern. Mit Lüge, Unwahrheit und fehlender Handschlagqualität. Deshalb unterstütze ich die St. Anna Kinderkrebsforschung. Medizin ist die uns am nächsten stehende Wissenschaft und Kinder sind uns die am nächsten stehenden Menschen. Da muss man was tun. Das möchte ich der St. Anna Kinderkrebsforschung zu ihrem 35-Jahre-Jubiläum sagen. Macht weiter, lasst euch von Widerständen nicht abhalten, seid empathisch, liebt die Menschen, liebt die Kinder.